Hallo Leute, ich habe heute mal einen Quick-Tipp für euch. Ich dachte, das ist irgendwie ganz cool und ich hatte irgendwie voll das Bedürfnis, diesen Tipp an euch weiterzugeben. Und zwar geht es um das Thema Gesichtspflege und wie man die richtige Gesichtspflege für sich findet. Und das findet man ja eigentlich nur durch Probieren. Allerdings war es mir halt oft zu blöd, mir immer die große Packung zu kaufen. Kostet viel Geld, ich habe es ausprobiert und habe vielleicht schon nach dem ersten Mal gemerkt, boah, der Duft sagt mir nicht zu, es ist nicht reichhaltig genug oder ich bekomme Rötungen oder was auch immer. Also ich finde, es gibt ein paar Dinge, die merkt man sehr, sehr schnell bei der Gesichtspflege, ob es was für einen ist. Also gerade eben diese Dinge, die ich genannt habe. Der Duft, ich finde, wenn man den Duft nicht mag, dann kann man auch das Produkt nicht wirklich annehmen. Und das sind so Sachen. Dann gibt es natürlich die anderen Dinge, diese Langzeitwirkung, die merkt man wirklich erst, wenn man ein Produkt einen Monat oder zwei getestet hat. Aber das ist dann der andere Punkt. Aber um den ersten Punkt einfach auszuschließen, habe ich begonnen, mir Proben anzufordern. Und das wollte ich an euch weitergeben, weil ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, oder beziehungsweise ich wusste das auch lange Zeit gar nicht, dass man Proben anfordern kann von unglaublich vielen Firmen. Und das wollte ich an euch weitergeben. Zum Beispiel die Firma Avon, oder spricht man die so aus? Ich hatte noch nie Französisch. Ihr wisst, glaube ich, welche ich meine. Es ist eine Apothekenmarke. Und zum einen kann man in die Apotheken gehen, sich beraten lassen und dann wirklich gezielt nach Proben fragen. Aber viele Proben haben die zum Beispiel nicht da, zum Beispiel von der Triagnal, das ist so eine bisschen speziellere Creme, da hatten die keine Proben da. Und dann kann man einfach auf die Seite von Avon gehen und sogar dort anrufen, sich beraten lassen am Telefon, alles kostenfrei und sich dann Proben zuschicken lassen. Und die sind da sehr, sehr großzügig und schicken einen Proben zu, ohne dass es was kostet. Also man muss noch nicht mal den Versand bezahlen, was ich spitzenmäßig finde. Bei einer anderen Firma, bei der das auch so funktioniert, ist die Firma Sebamed. Das ist eine Marke, die es im DM ganz normal gibt, aber so eine medizinische Hautpflege. Und wenn man da auf die Seite geht, kann man da auch kostenlos anrufen oder sich einen Termin geben lassen für ein Telefongespräch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die Frau am Telefon war so unglaublich nett. Die hat sich ewig mit mir beraten, was für meine Haut das Richtige ist und hat mir dann richtig viele Proben zugeschickt. Das sind jetzt zwei, die davon noch übrig sind. Und das fand ich auch richtig toll, weil man so konnte ich feststellen, welche Gesichtspflege oder welche von diesen Cremes die richtige für mich ist, weil die ganz, ganz viele haben. Dann eine Marke, wo das auch funktioniert, ist Dr. Hauschka. Da habe ich so ein komplettes Probenset bekommen. Ich habe da eine E-Mail hingeschrieben, also auch wieder einfach Dr. Hauschka googeln. Dann haben die eine E-Mail-Adresse, da habe ich hingeschrieben und habe halt gleich meine Haupttypen erklärt. Und dann habe ich so ein komplettes Probenset bekommen. Da ist halt auch jetzt schon was raus. Aber das ist super, um sich durchzuprobieren. Also da war zum Beispiel das Gesichtshonigum drin, eine Gesichtsmilch, zwei Gesichtscremes verschiedene, eine Waschcreme. Also ganz, ganz toll. Und so ein Probenset kostet, glaube ich, ganz normal im Vitalia oder so gibt es die, ich glaube, mindestens 10 Euro. Kann man nämlich auch kaufen, aber die schicken einem sowas auch. Genauso von einer Firma, von der ich sehr begeistert war, ist die Firma Clarins. Oder Clarins? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich sehr für diese Gesichtsöle interessiert, die halt auch teuer sind. Also ich glaube 30 Euro kosten die ungefähr. Und ich wusste nicht sicher, ob ich es vertrage, weil Haselnussöl drin ist und ich eigentlich gegen Haselnüsse allergisch bin. Und außerdem wusste ich nicht, ob das für feuchtigkeitsarme Haut oder das für trockene Haut besser für mich ist. Und dann habe ich denen das geschrieben, dass ich mich nicht entscheiden kann und ob es eine Möglichkeit gibt, Proben zu erwerben. Und dann haben die mir zwei Proben zugeschickt und ich probiere mich gerade fleißig durch. Also finde ich auch super. Und dann noch eine Marke zum Beispiel, die ich euch auch noch gerne nennen möchte, ist Martina Gebhardt. Die macht ja Naturkosmetik, sehr, sehr reine Produkte. Und wenn man auf die Martina Gebhardt Seite geht, kann man für 5 Euro sich 15 Proben anfordern. Und das habe ich gemacht, weil ich einfach sehr interessiert war, aber nicht sicher war, ob ich die Produkte vertrage und ob sie was für mich sind. Und dann kam halt echt so ein kompletter Umschlag mit den ganzen Proben, mit Erklärungen noch dazu. Und für 5 Euro finde ich das auch eine gute Sache, weil so eine Creme bei ihr halt auch 20 Euro kostet. Und so kann ich mich jetzt durchtesten. Und das ist einfach mein Tipp an euch. Bevor ihr euch teure Dinge kauft, schreibt immer die Firmen an. Die meisten Firmen, gerade in den hochpreisigeren Kategorien, sind bereit, euch Proben zuzuschicken. Oder ihr könnt für sehr, sehr wenig Geld Proben dort anfordern. Wichtig ist immer nur, dass ihr, wenn ihr eine E-Mail schreibt, gleich in die E-Mail reinschreibt, was ihr für einen Hauttyp habt oder was ihr für Probleme habt mit eurer Haut. Und für welche Produkte ihr euch speziell interessiert und eure Anschrift gleich dazu schreiben. Weil die meisten haben nicht Lust, euch nochmal zu schreiben, bitte sende mir deine Anschrift, sondern schreibt gleich eure Anschrift dazu,
Und dann können die euch teilweise, ohne euch auf die E-Mail zu antworten, schicken die euch dann die Proben. Also das waren einfach so meine kleinen Tipps für euch, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Vielleicht kann ich euch damit helfen und ihr könnt für euch die richtige Gesichtspflege finden. Gerade jetzt im Winter ist das, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann hoffe ich, ich habe euch viele Tipps gegeben, es hat euch gefallen. Und falls ihr schon sowas wusstet oder schon andere Sachen ausprobiert habt, Proben, ich bin komplett verwirrt. Also falls ihr schon mal irgendwo Proben bekommen habt, was ich noch nicht jetzt erwähnt habe, dann lasst das unbedingt in den Kommentaren da für die anderen Zuschauer, damit die auch wissen, wo die noch Proben anfordern können oder welche Firmen noch großzügig damit sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!